Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen. Ich mache es kurz, weil wir haben eine wunderbare Diskussion vor uns. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, dass Diskussionen aus der Diagonale heraus an einem so besonderen Ort wie dem Kultum stattfinden. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um den Dank auch zurückzugeben in den 8 Jahren. Das Schöne an der Kooperation zwischen Kultum und der Diagonale war im Vorfeld ja auch immer schon das Nachdenken darüber, welche Themen sind im Kultum präsent, welche Ausstellungen gibt es hier, welche Fäden spinnen sich möglicherweise aus dem Kultum heraus ins Programm der Diagonale und vice versa. Und was ich in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr schön fand, ist, dass die Diskussionen aus Filmen heraus und über Filme nie nur inhaltlich geführt worden sind, sondern es ging immer auch sehr, sehr stark um Fragen der Form. Wie denkt der Film, was weiß das Kino vielleicht, was wir noch nicht wissen. Wir hatten eine Vielzahl an unterschiedlicher Gäste und Themen und dafür möchte ich mich bei dir, lieber Johannes, und dem gesamten Team hier von Herzen bedanken und auch betonen nochmal, wie wichtig das Kultum für uns auch unterm Jahr ist. Also jetzt nicht nur aus diagonaler Sicht, sondern schlichtweg auch als ganz normale Besucher hier im Haus. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe auch noch Leben. Selbstbehauptung im Porträt heißt die Podiumsdiskussion hier im Kultum, die wir vor dem Hintergrund der beiden Dokumentarfilme Lass mich fliegen von Evelyn Fay und Emil, Erinnerungen eines Vertriebenen von Rainer Frimmel, heute führen werden. Als der österreichische jüdische Flüchtling und Literat Karl Frucht 1942 für eine New Yorker Stempelfabrik arbeitete, welche für das Militär tausendfach Stempel mit Aufdrücken wie vermisst, gefallen, vermisst für amerikanische Soldaten herstellte, sah er, so schreibt er es in seinen Erinnerungen, in einer kafkaesken Vision einen Beamten in Washington damit beschäftigt, diese Stempel neben Namen in einem Buch des Lebens zu setzen, als ob man dort schon im Voraus wüsste, wer sterben würde. Vorbestimmende Stempel im Buch des Lebens. Wie viel sozialen und biografischen Wert messen wir als Gesellschaft einer vorbestimmenden Diagnose, gesundheitlichen Diagnose bei, war auch aktuell bei Corona jetzt, wie viel sozialen und biografischen Wert wiederum messen wir dem Stempel Flüchtling bei? Also das sind so zwei Felder, zwei Filme, zwei herausfordernde Lebenskonstellationen werden wir heute erarbeiten. Einerseits Vorbestimmtheit, scheinbare Vorbestimmtheit durch den Stempel, Anführungszeichen, Behinderung. Andererseits Vorbestimmtheit durch, Zitat Emil Zuckerkandl, furchtbare weltgeschichtliche Ereignisse und durch den politischen Stempel jüdischer Flüchtling. Doch in beiden Filmen, schon der erste kleine Lichtblick, über die wir heute sprechen, wollen und können, so zitiere ich schon jetzt einen der Podiumsgäste, Weiner Schau. In beiden Filmen wollen die Protagonisten ihre Geschichte selbst erzählen. So sagt etwa Evelyn Fay im Film Lass mich fliegen an ihre kleine Tochter Emma Lou: Ich wünsche dir, als ein Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten betrachtet zu werden. Und unsere Protagonistinnen und Protagonisten schaffen sich diskursiv Raum, nehmen die Möglichkeit wahr, ihr Universum selbst narrativ aufzufalten. Apropos aufhalten, wir haben 4 Gäste da, 2 Filme, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wir werden uns nach der Reihe in all diese Punkte reinarbeiten. Ich werde dann alle nach der Reihe vorstellen, wenn Sie dann zu Wort kommen. Auch eine Inhaltsangabe, damit Sie ein bisschen abgeholt werden, geben. Ich möchte aber gleich jetzt einmal einsteigen mit 2 Zitaten aus diesen verschiedenen und doch teilweise auch ähnlichen oder in gewisser Weise verbundenen Filmen. Erstes Schlaglicht, ganz direkt. Emil Zuckerkandl liest 2012 aus einem seiner Tagebücher vor, 80 Jahre später. Bis 5 Jahren wohnte ich in Wien. Noch 2 Jahre alt, also ich, ging Boldi immer mit mir in den Volksgarten. Ich hatte die Gewohnheit, Kinder, die oft auch größer waren als ich, umzuwerfen. Da kam einmal ein Wachmann und drohte, dass er mich dafür einsperren würde. Als er fort war, sagte ich, jetzt muss ich recht viel essen, damit ich stark werde und auch den Wachmann umwerfen kann. Das schreibe ich alles auf, damit ich mich später einmal erinnern kann.
Andrea, jetzt Sprung in einen anderen Film, eine, glaube ich, Mit-30erin, spricht darüber, wie sie sich selbst sieht. Ich bin äußerst sehr zuverlässig. Noch einmal, äußerst sehr zuverlässig und eine sehr hübsche, junge, flotte Frau. Punkt. Mit Down-Syndrom. Also das waren jetzt einmal so zwei Schlaglichter. Wir fangen mit Herrn Fremel an und seinem Werk Emil, Erinnerungen eines Vertriebenen. Kurz etwas zur Biografie. Die vielfach ausgezeichneten feinfühligen Arbeiten des Regie- und Fotografie-Duos Fremel und auch die Zarkovi, mit der er sehr lang schon zusammenarbeitet, so liest man auf der Diagonale-Seite, gehören zu den interessantesten und sinnlichsten der jüngeren österreichischen Filmgeschichte. Sie seien sozialrealistisch und poetisch zugleich. Patrick Holzapfel ergänzt, es sei zärtlicher Humanismus, der hier das Werk durchzieht, etwa über die Welt der untergehenden Zirkusleute oder Marginalisierten. Bert Rebhandl sagt, sein Werk war von Beginn an aufs Erzählerische hin offen. Jüngste Filme, neben dem, den wir heute besprechen, waren etwa Aufzeichnungen aus der Unterwelt und Vera, eine Doku-Fiction, ein Drama, mehrfach ausgezeichnet auch. Ja, jetzt noch kurz, um was geht es bei Emil, Erinnerungen eines Vertriebenen, bevor wir in den ersten Frageblock gehen. Info heute, 2030 Schubert-Kino, ich glaube, die Karten sind vergeben, aber es gibt am Sonntag, um 26.03. im Annenhof-Kino, 16:30 Uhr, noch eine Vorführung. Großer Tipp an dieser Stelle. Emil Zuckerkandl ist in diesem, man sieht ihn hier im Foto unten, ist in diesem biografischen Porträt so eine Art lebende Brücke in die Vergangenheit und de facto die Brücke in eine untergegangene Kulturwelt von vor 1938. Er erzählt, ich kann da jetzt nicht alles replizieren, aber vom Salon seiner Großmutter, vom Einzug Hitlers nach dem Anschluss, von seiner Flucht nach Algerien, vom späteren Leben in den USA, von der schwierigen Rückkehr, schmerzhaft in die arisierte Wohnung und so weiter. Von geraubten oder zurückgelassenen Familienmöbelstücken, die in irgendwelchen Kunstkatalogen auf einmal Jahrzehnte später auftauchen. Von seiner Karriere als Evolutionsbiologe und von seiner Frau Jane. Der junge Wiener, jetzt springen wir eben zurück, wo er den Wachmann umwerfen wollte, Emil Zuckerkandl war zeit seines Lebens ein enthusiastischer Tagebuchschreiber, ein Dokumenten- und Fotosammler. Leidenschaftlich sammelt er Autogramme von Prominenten, unter anderem Stefan Zweig, Alma Mahler-Werfel, die Königin von Rumänien, Max Reinhardt und so weiter. Sie treffen sich alle im Salon der Oma Bertha Zuckerkandl, einer Journalistin und Networkerin, wie man heute sagen würde, einer wirklich außerordentlichen Frau offensichtlich, an die sich Zuckerkandl sehr liebevoll erinnert, wenn er eben da durchblättert durch seine Kladden. 80 Jahre später erzählt er Fremel, das habe ich erfahren, der auch sein Großneffe ist. Es gibt bei allen Filmen, die heute irgendwie zur Sprache kommen, autobiografische Fixierungen auch. Da faltet er diese Tagebücher auf, geht in dieser Befragungssituation in sein Haus in Pasadena, Kalifornien durch, öffnet en passant ein ganzes kulturelles Universum. Manchmal schelmisch, manchmal schmerzerfüllt, geht er dadurch Bilder, Anekdoten, Emotionen und Dramen. Es ist, schreibt die Diagonale auf der Homepage, das würdevolle Porträt eines ehrwürdigen Lebens, gezeichnet vom Verlust, aber auch die Frage danach stellt, was bleibt? Die Antwort darauf wird gefunden. Wir werden vielleicht auch noch drüber sprechen. Die Nationalbank kaufte den Nachlass Zuckerkandls und die narrative Brücke in die Vergangenheit, sie besteht weiter und bleibt sogar offen. Noch schnell ein paar Szenen und dann werden wir in die Frage starten. Die Startszene ist ganz interessant. Ein dahinkrandelnder Emil Zuckerkandl im Auto im kalifornischen Pasadena. Er schimpft ein bisschen über das architektonische Erscheinungsbild der USA, die schiere Palme, wie seine Oma sagen würde. Dann denkt er zurück auf die Kindheit, blättert durch diese Hefte. Voller interessanter Menschen, sagt er, aber Lebensbedingungen voller Widersprüche. Dann gibt er einen Weisheitsspruch seiner Tante wieder, seiner Oma, Bertha, dieser Salonier. Die schreibt ihm rein, wahr sein, gütig sein, gerecht sein. In frohen Tagen nicht übermütig, in traurigen Tagen nicht verzagt. Es ist relativ knapp vor dem Nationalsozialismus. Und dann schreibt sie auch, stark sein, denn Schwäche zerstört das edelste Wollen.
Er kannte da zum Beispiel Leute wie Egon Friedell. Da schreibt er dann in seinem Tagebuch oder hat in seiner Erinnerung, er war groß, schwer, ungemein witzig. Er hat übrigens über die Kulturgeschichte der Neuzeit geschrieben, hat irgendwie die Nazis nicht genügend ernst genommen, ist dann nach dem Anschluss aus dem Fenster gesprungen. Und als Kind, das ist immer diese Doppelung, wie erlebt er als Kind diese Menschen, sagt er auch noch beim Theater, wo der Friedell mitspielt, das ist doch der Friedell, also vor allen Menschen. Also so, das sind so Erinnerungen, er nimmt diese Promis, auch Albert Einstein etwa, aus der kindlichen Brille wahr und auch diese Kulturgrößen ihn so oder Wissenschaftsgrößen. Er erwähnt aber auch, 13 mehr oder weniger entfernte Verwandte sind dann umgekommen in der NS-Zeit. Später sagt er, er kann nicht verzeihen. Er kann nicht verzeihen. Oma Bertha, diese Saloniere, sei aber politisch informiert gewesen. Sie wusste schon vor dem Anschluss, was sich da spielen wird. Und zwei Szenen noch. Es hat eine Schiffsszene gegeben, wo ein Kapitän eines Frachtschiffs, Kilissi, glaube ich, hat das geheißen, 531 Flüchtlinge, darunter drei Zuckerkandels, also den Emil, Oma und die Mutter, spontan aufgenommen hat und dann, als diese, er sagt das selber, so verdreckte Masse Menschen von Bord geht und letztendlich gerettet und dann, er kann dann nach Algier gehen, später in den USA, und dann hätten die Marseillaise gesungen, diese uniformierten Matrosen und der Schiffskapitän und den dreckigen Flüchtlingen eigentlich salutiert. Und das sagt er, das war einer der unerhörtesten Momente meines Lebens. Am Ende gibt es eine so eine Art Piano-Szene, wo er noch am Klavier spielt. Da gibt es auch eine kleine Parallele schon zum Film von Evelyn Fay. Auch dort ist bei einem emotionalen, dichten Moment Piano. Ja, Sie haben jetzt einen kurzen Einblick bekommen. Natürlich empfehle ich Ihnen massiv, diesen Film anzusehen. Erste Frage an Rainer Frimmel. Wir haben ja in unserer Vorankündigung da Sie ein bisschen mit einkassierter Selbstbehauptung im Porträt. Beim Sichten der beiden Filme war das Motiv bei Evelyn Fays Film mir relativ klar. Hier wollte sie fragen, es geht ja da um die Behauptung im eigenen Leben, auch um das Kontrollieren des Narrativs offensichtlich. Aber stimmen Sie dem überhaupt zu, dass es dem Emil Zuckerkandl oder auch Ihrem Film, geht es da überhaupt um Selbstbehauptung oder geht es da um was anderes? Also ich glaube, in diesem Film oder Emil speziell ging es mehr um, ich würde sagen, die Behauptung seiner Großmutter. Also es ging ihm weniger um sich und das war auch seine Persönlichkeit. Ja. Er war ein sehr, sehr bescheiden in seinem Wesen und ihm wäre es nie um sich selbst nur gegangen. Also er wollte unbedingt das Erinnern und die Erinnerung an seine Großmutter weiterleben lassen. Und das war ihm auch der Impuls, diesen Film zu machen. Und für ihn, obwohl im Grunde, müsste ich ja dazu sagen, das waren alles auch Recherchen eigentlich, also aus dem dann der Film entstanden ist, weil er ist dann leider gestorben und als quasi Prophezeiung, er hat dann sein Gedächtnis auch verloren, ganz zum Schluss. Das heißt, er hat das auch wirklich alles immer aufgeschrieben, dass er sich dann noch erinnern kann. Und ihm selber aber ging es immer um seine Großmutter. Das war der Mittelpunkt seines Lebens. Und Selbstbehauptung, würde ich sagen, hat er auch schon auch dann in der Nachkriegszeit, da gibt's auch, habe ich verwendet in einer kurzen Episode in dem Film auch sind, er hat in den 50er Jahren, wo er dann in Amerika gelebt hat, hat er sehr viel Normal 8 und Super 8 Home-Movies gedreht, also auf seinen Reisen. Und das ist für mich die Selbstbehauptung. Das heißt, da hat er jetzt gezeigt, deswegen würde ich das nicht sagen, ich bin noch am Leben. Das sieht man in diesen Filmen und die sind in dieser Hinsicht, finde ich, sehr berührend und treffen eher zu diesem Titel der Diskussion. Mir ist aufgefallen, Sie haben es zuerst Tagebuch eines Optimisten genannt. Warum ist das geändert worden in Tagebuch oder Erinnerungen eines Vertriebenen? Ja, weil es ursprünglich, also das Konzept war auch mehr auf das Tagebuch dann ausgelegt. Da hätte das Tagebuch eine größere Rolle gespielt.
Und das ist dann in dieser Schnittversion ist das Tagebuch nur mehr ein kleiner Teil am Schluss. Und Optimist, er war auch nicht wirklich ein Optimist eigentlich, der Emil, er war ein Realist. Ja, es ist auch die naturwissenschaftliche Frame, in dem er arbeitet, das so mit den härteren Kennzahlen und Fakten. Und Sie haben es jetzt gesagt, die Großelternfiguren in Ihrem Film, die ist ja sehr stark, die Bertha Zuckerkandl, die war eigentlich, ja, diese Kultur ist nicht mehr vorhanden. Es war die vor 1938, die jüdische Kultur der Wiener Moderne ist eigentlich untergegangen so. Das ist für mich ein besonderer Moment, wo Sie jetzt mit dem biografischen Zugriff, ist natürlich noch ein bisschen näher, wo Sie ihn fragen, Emil Zuckerkandls nach der Großmutter und was das für ein Mensch war für ihn und was sie für eine Rolle für die kindliche Identität auch für ihn gespielt hat. Und wie wichtig war die Frage dann, jetzt haben Sie es schon halb beantwortet, aber wie wichtig war das für das Konzept des Films, also diese Großmutter? Naja, das war dann eben schon die zentrale Frage auch, weil natürlich, wenn da jetzt auch jemand noch wie der Emil da ist, der also wirklich noch die Bertha Zuckerkandl ganz innig erlebt hat und sie gekannt hat, und da bin ich natürlich dann auch sehr neugierig. Also mich fasziniert das immer, Menschen auch kennenzulernen, die mit irgendwelchen historischen Figuren Erlebnisse gehabt haben. Und insofern war das für mich eine wahnsinnig wichtige Frage, weil ich einfach wissen wollte, wie war die Bertha Zuckerkandl. Und natürlich ist es für den Film auch eine zentrale Frage, weil diese Frau für den Emil einfach, das war die wichtigste Person in seinem Leben. Genau, so wie Herr Frimmel gesagt hat, also eine Brücke zu dieser Kulturwelt, die über diese der Transmissionsriemen ist die Frau Bertha. Und natürlich diese Super 8 Filme, das ist ein ganz starker, dynamischer Teil dann auch im zweiten Teil des Films. Da ist dann ein bisschen so die eigene Selbstbehauptung. Ja, apropos Großelternfiguren, das war bei der Analyse der zwei Filme. Bevor wir zu Evelyn Fay kommen, haben wir auch noch eine weitere Filmemacherin da mit Weina Schau. Sie ist in Peking geboren, aber in Wien aufgewachsen zuerst. Hat Ostasienwissenschaften studiert und ist Filmemacherin und Autorin eben. Sie hat übrigens auch den Franz-Grabner-Preis, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, voriges Jahr bekommen. Und ihre Eltern nannten sie als kleine Tochter sogar Wien, ja, also Vienna, Wien, als sie von Peking nach Österreich auswanderten. Und sie haben dann so einen Heimatfilm unter Anführungszeichen gemacht, wo sie auf autobiografische Spurensuche in China gehen. Da ist der Hintergrund jetzt nicht dieses NS-Trauma, sondern sehr stark auch der Kommunismus oder auch Verschwiegenheitskulturen innerhalb der Familien, die ja ganz verschieden sind, diese Großeltern. Bleiben wir kurz bei den Großeltern. Sie schildern einen schillernden Großvater, der im Shanghai des frühen 20. Jahrhunderts schon ein Auto besaß, geraucht hat, Glücksspiel, dann aber in der Kulturrevolution, glaube ich, verfolgt wurde. Und dann ist vor allem ihre Großmutter väterlicherseits, also auch eine starke Person. Sie war eigentlich eine arme Bäuerin und Zeugin von viel Gewalt, stieg später aber sozial auf. Was haben Sie dort mit Ihrem autobiografischen Zugriff von Ihrer Großmutter durch das Medium Film neu erfahren? Was hieß das für Ihre persönliche Identitätssuche? Wir haben das Zitat schon gehabt für das Buch Ihres Lebens. Ich habe meine Großmutter väterlicherseits eigentlich durch den Film erst so richtig kennengelernt. Also ich habe davor kaum mit ihr, ich habe sie schon immer wieder gesehen, also immer wenn ich in Peking zu Besuch war, jeden Sommer, waren wir immer essen bei ihr, aber es ist halt, die Gespräche sind selten über Alltagsgespräche am Esstisch hinausgegangen und meistens ging es nur ums Essen. Also so gesehen war sie mir, also ich kannte sie eigentlich gar nicht und es hat sich auch erst entwickelt in den Jahren, wo wir an dem Film gearbeitet haben. Also insgesamt haben wir wir haben 2014 begonnen an dem Film zu arbeiten und sind 2019 fertig geworden und in dieser Zeit sind wir eben sehr oft, also eigentlich einmal im Jahr mindestens nach China gefahren und haben gedreht mit der Familie und in dieser Zeit hat sich meine Großmutter auch verändert, also sie ist richtig aufgeblüht, also war richtig erstaunlich zu beobachten, dass am Anfang, also bei unserem ersten Dreh mit ihr und meinem Großvater,
hat mein Großvater von, also wir haben ihn zuerst gefragt, kannst du mal von deiner Kindheit erzählen, und er hat wirklich von seinem, keine Ahnung, vierten Lebensjahr bis zu seinem 17. Lebensjahr jedes einzelne Jahr erzählt. Und meine Oma, also nachdem, also sie dann dran war, habe ich sie dann gebeten, kannst du jetzt von deinem Leben erzählen, und sie hat ihr ganzes Leben, also 80 Jahre praktisch, in drei Sätzen zusammengefasst. Und dann war es aber so, dass mit der Zeit ist es meinem Großvater aber immer schlechter gegangen. Also wahrscheinlich hatte er Alzheimer, aber es wurde nie richtig diagnostiziert. Aber ja, also dadurch, dass er langsam die Sprache verloren hat sozusagen, hat sie angefangen zu sprechen. Also ich habe dann mit der Zeit richtig gespürt, dass sie also so ein starkes Bedürfnis eigentlich hat, sich mitzuteilen und von ihrem Leben zu erzählen. Und sie war immer eine total starke Frau. Das habe ich immer schon gespürt und also gewusst. Also weil sie, meine Großeltern haben sich auch sehr oft gestritten, und sie hat eben auch öfters mal mit dem, wie heißt das nochmal, sie hat so ein Ballsport betrieben mit so einem Schläger. Mhm. Und mit dem hat sie öfters meinem Opa eins drüber gehaut. Und also sie war die Starke in der Familie. Aber trotzdem hat sie nie geredet. Und mit der Zeit habe ich eben auch sehr viel von mir selbst dann auch entdeckt. So, also jetzt nicht gar nicht so bewusst, aber so, ich habe dann ja eigentlich so Sachen gesehen, die in der Familie dann weitergegeben wurden. Also wenn auch ganz andere Zeitgeschichte, Fixierungen und kulturelle, das ist so wichtige Kulturbrücken, die von den Großeltern auch ausgehen. Geschichtsbrücken. Starke Frau, wichtiges Zitat, bevor wir jetzt zu Hans Walter kommen. Hans-Walter Ruckenbauer, starke Figuren sind natürlich Vorbild, können Kräfte freisetzen, Großeltern, aber auch Eltern, bei Face-Filmen kommen dann spätestens auch die Eltern, die drei Mütter eigentlich kommen da prominent vor. Bevor ich jetzt an Hans-Walter Ruckenbauer die Frage stelle, stelle ich ihn ganz kurz vor. Er lehrt und forscht am Institut für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät mit Schwerpunkt Philosophiegeschichte und Bioethik. Er koordiniert das interfakultäre Masterstudium Angewandte Ethik an der Uni Graz und kuratiert Ausstellungen zeitgenössischer Kunst am Universitätszentrum für Theologie. Er ist auch neues Mitglied, was uns sehr freut, der Kultum-Jury zur besten Kurzdoku, die am Sonntag ab 17:30 bekannt gegeben und ausgezeichnet wird, ich glaube im Orpheum. Ja. Genau, starke Frau kann Kräfte, auch kulturelle Kräfte stärkend sein. Du hast ja beide Filme jetzt gesehen, über den wir zuerst gesprochen haben, also Frimmel und Faye kommt da noch. Auch schon eben mit Blick auf den zweiten Film dann, wie sehr sind Großeltern und Eltern ja familiäre Strukturen jeglicher Selbstbehauptung vorgelagert? Weil im einen Film von Frau Faye wird dann die Mutter den Raphael dann auch fast bremsen in einem gewissen Sinne. Und die Frau Zuckerkandl ist ja auch eine sehr starke Frau, die ja auch viel vielleicht auch zudeckt. Also wie sehr ist das auch ein Problem? Es kann zum Problem werden. Das hängt, denke ich, eher von den Personen ab, die beteiligt sind. Faktum, würde ich mal behaupten wollen, es trifft in jeder Familiengeschichte zu. Wir wurden ja selbst auch nicht in relationslose, beziehungslose Geflechte hineingeboren, sondern das gab es sozusagen von Anfang an als Netz, und manchmal sind es gerade die Großeltern, die in einer Kindheit dann prägende Figuren werden. Das hängt damit zusammen, wie sie selbst natürlich sozial positioniert sind. Das hängt damit zusammen, vielleicht in unserer Welt, wie sehr sie Betreuungsaufgaben übernehmen und somit zeitlich gesehen vielleicht sogar die größeren Bezugspersonen sind für Kinder. Und das hat natürlich prägende Kraft, und spätestens in der Pubertät wird in jedem halbwegs normalen Entwicklungsverlauf auch eine Reibefläche daraus, und Jugendliche werden sich damit kritisch auseinandersetzen mit ihrem Herkommen. Also ist, denke ich, etwas ganz Selbstverständliches, und ich komme aus dem Bereich der praktischen Philosophie, der Ethik, und da ist zum Beispiel die Unterscheidung in Ethik und Moral auch ganz
selbstverständlich. Wir verwenden sie im Alltag eher gleichbedeutend, aber sozusagen in der geisteswissenschaftlichen Disziplin schaut man mal, Moral ist das, was man finden kann, was man beschreiben kann. Die Moral von Menschen ist natürlich gewachsen, ist über die Sozialisierungsprozesse entstanden und Ethik dann die Frage, die sich damit auseinandersetzt, wie weit diese Moral auch einen legitimen Anspruch erhebt. Und somit sind Jugendliche in der Pubertät eigentlich große Ethikerinnen und Ethiker, wenn sie die überkommenen Ansprüche, die das familiäre Setting mitgebracht hat, die die Gesellschaft im Sinn von Erwartungshaltungen an sie herantragt, dass sie die einmal kritisch auch beäugen. Und es ist ja oft so, das steht nicht überall Ethik drauf, wo Ethik drinnen ist. Vielleicht das ein Bild. Ja, es ist ein bisschen ein Buzzword geworden, ein Modewort auch. Aber Sie haben jetzt du hast jetzt eine fantastische Rutsche gelegt. Junge Menschen sind eigentlich praktizierende Ethiker, indem sie auch Fixierungen hinterfragen. Ich bin ja auch Historiker, wir haben im Vorfeld auch gesprochen über so Koffer voller Traumata oder Familiengeheimnissen, die oft wie eine Metapher, also so im Haus stehen und dann die zweite Generation danach sagt, was ist eigentlich mit dem Koffer? Und jetzt kommen wir aber ein bisschen vom Historischen weg zu diesen jungen Stimmen, die dahinter fragen und die ihr Welt jetzt selbst ein bisschen erschließen wollen, narrativ. Arbeiten wir uns ein bisschen in Lass mich fliegen hinein. Evelyn Fay ist aufgewachsen in Paris, zog mit 19 nach Deutschland, studierte Volkswirtschaft und Romanistik. Sie haben schon eine Zeit lang in der Doku-Filmbranche gearbeitet, dann unter anderem auch in Wien für eine NGO. Und nun sind Sie wieder in der Filmbranche als Regisseurin vor allem. 2012 kam eben Ihre Tochter Emma Lou zur Welt, Sie haben zwei Kinder, mit der Diagnose Down-Syndrom. In einem Interview, das ich angeschaut habe, oder gelesen, sagen Sie, ich wurde stark mit defizitorientierten Botschaften konfrontiert, sodass ich selbst für uns beide, also Mutter und Tochter, eigene Orientierungspunkte schaffen wollte. Also narrativ offensichtlich. In einem YouTube-Video sagen Sie, dass durch die Geburt von Emma Lou eine ganz andere Dimension des Lebens dazugekommen ist, die Sie vorher nicht erschließen konnten. Und hätten Sie es gewusst, wie es wird, hätten Sie direkt nach der Geburt und der Diagnose sich nicht so viele Sorgen gemacht. Also sagen Sie in dem Video, das ist sehr schön gefunden. Sie verarbeitete ihre Erfahrungen zu einem Buch, machte nun eben diesen Dokumentarfilm, der eben gestern ausgezeichnet wurde. Auch hier kurze Skizze, vorher noch Sonntag, 26.03. Annenhof-Kino, 16.30 Uhr. Schauen Sie sich das an. Das Österreichische Filminstitut beschreibt den Film. Hier werden vier junge Menschen begleitet durch ihren Alltag, vier Menschen, die voller Leben sind, klare Ziele haben, Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten, Kinder bekommen. Ziele, das sind ihre Ziele. Vier Menschen, die für das Erreichen dieser Ziele aber Hindernisse vorfinden und die von der Gesellschaft oft in eine Schublade gesteckt werden. Die Diagonale sieht in den Selbstbeschreibungen darin verberge sich die Essenz dessen, was sich die Regisseurin auch für ihre Tochter wünscht. Ein glückliches, selbstbestimmtes Leben. Sie problematisiert also in dem Film, wie Kinder mit der Diagnose Trisomie 21 in vorgegebene Bahnen oder eben vorgestempelte Lebensbücher, wenn man so will, gelenkt werden. In Aussicht gestellte Lebensmodelle werden hinterfragt, Verzicht muss betrieben werden, die Persönlichkeitsentwicklung wird gebremst, eigene Wünsche hintangestellt und so weiter. Und eben über diese Selbstbeschreibung und Eigenwahrnehmung der Protagonistinnen fängt der Film eine Energie ein, mit der die vier doch positiv in die Zukunft blicken und ihr Leben nach ihren Wünschen gestalten wollen. Ja, auch hier schnell noch ein paar Szenen schlaglichtartig rausgegriffen. Es gibt da so eine Selbstbildszene. Da wird zum Beispiel gefragt, Magdalena, das ist eine der vier Protagonistinnen, wenn du in den Spiegel schaust, wie findest du dich? Sie sagt, Frisur ganz cool, liebe meine dunkelbraunen Augen.
und meine vollen sinnlichen Lippen. Gleichzeitig, sie ist sehr politisch aktiv. Ich mag die Schublade Down-Syndrom nicht, aber auch meine Eltern unterschätzen mich in vielen Bereichen. Andrea, wie siehst du dich? Meine Lippenform finde ich sehr interessant und mein Ausschnitt und ich fühle mich gut. Schick. Raphael, mein Gesicht schaut super aus. Johanna, mein Gesicht gefällt mir gut. Es ist zart, weich. Die politisch aktive Magdalena ist dann bei so einem Vienna Social Services Fund, so eine Einrichtung. Sie sagt auch dann auch, ich mache mich stark gegen Ausgrenzung. Ich bin Tänzerin und habe den Opernball 2020 mit eröffnet. Oder eröffnet, also nicht mit, sondern eröffnet. Was mir sympathisch war, eben auch ein bisschen beim Frimmelfilm, wenn einmal gekrantelt wird über die amerikanische Architektur oder hier, das ist dieser Eigensinn. Also sie sind nicht nur positiv oder hinterfragende junge Ethiker, die mit diesem Leben, mit diesem vorgestanzten Leben für sie nicht zufrieden sind. Zum Beispiel ist Raphael berufstätig, hat ein relativ erfülltes Leben, Zitat. Und die Mutter sagt aber, er war zuerst nicht lebensfähig und mein Ziel war einfach seine Lebensqualität. Und das ist soweit gelungen. Tanzen tut er nämlich alleine und dann fährt er ganz scharf rein. Es hat es auch in den Titel geschafft. Ich habe auch noch erleben. Dann sagt er nämlich, ich habe auch noch alleine erleben. Dann unterbricht er nämlich die Mutter. Da sind wir wieder bei diesem Familienstrukturbild, wie stark. Und Vorbild für ihn und Johanna, das ist seine Freundin, ist auch ein verheiratetes Down-Syndrom, also ein Paar mit Down-Syndrom. Der springende Punkt, aber da kommen wir dann noch auf Hans Walter zu sprechen, auch nochmal, dass die Mutter dann sagt, Verantwortung für den Partner kann nicht übernommen werden, aber wir müssen dann halt wegen diesem Hochzeitswunsch eine andere Lösung finden. Also es gibt auch harte normative Grenzen, die dann auftauchen im Film, das muss man auch benennen. Eine andere Szene hat damit zu tun, eben der Raphael ist mit seiner Johanna auf der Wiese, sie gehen spazieren, dann reden sie, ja, erst Verlobung, dann Hochzeit, Lederjacke passt für Hochzeit nicht, besser ein Sakko. Also ganz normal eigentlich die Abläufe durchdeklinieren. Und dann gibt es noch einen sehr subversive Zugriff auch. Es ist eine sehr relativ, ich habe es eh schon erwähnt, Andrea ist eine Opernliebhaberin, durchaus intellektuell, sehr selbstbewusst auch. Und sie redet dann einmal vor Publikum über so ein inklusives Leben. Aus ihrer Sicht, über ihre Berufserfahrung, sie hat sogar Pflegeausbildung, hat in Altersheimen und betreuenden Wohneinheiten, glaube ich, gearbeitet. Aber sie sagt dann auch, dass sie natürlich weiter gern arbeiten würde, es frustriert sie ein bisschen. Und dann kommt ihre Mutter auch zu Wort und die hat eine sehr subversive Alliterationsformel gehabt, anmelden, anzahlen, abstellen, abhauen. Also sie haben das junge Kind, die Andrea, zu Kursen oft angemeldet, angezahlt, dann haben sie das Kind hingeführt und sind abgehauen. Und dann wurde das Kind immer in diesen Kurs integriert und das war alles beim Besten. Und beim Abholen sagt dann die Mutter, beim Abholen hat alles bestens gepasst. Also das ist durchaus subversiv auch manchmal und ein gewisses Reiben an den Strukturen. Und ja, das ist die Schlussszene eigentlich, oder fast die Schlussszene. Die Tochter von Evelyn Fay kämmt sich. Sie schaut neugierig mit ihren großen Augen in den Spiegel im Bad und sie sagen dann so aus dem Off, also wenn du mich anschaust, sehe ich in deinem Gesicht eine besondere Stärke. Im Krankenhauszimmer, in dem du zur Beobachtung lagst, war es dieser Blick, der mir Kraft gab, für dich zu kämpfen. Also ein mutmachender Film und jetzt werden wir gleich auch mit der Filmemacherin uns auseinandersetzen. Frau Fay, bei Ihrem Film Antworten, das hat mich sehr verblüfft, diese Menschen auf diese Frage, wie siehst du dich? Unisono, alle mit entweder schön, schick, einmal fällt sogar das Wort Rampensau, also ironisch. Es fällt ihren Protagonistinnen und Protagonisten nicht schwer, sich zu behaupten. Hat sie das selbst überrascht beim Drehen? Also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser.
Mir war das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung von Anfang sehr wichtig, in dem Film auf irgendeine Weise darzustellen. Und ich habe daraufhin mehrere Experimente gemacht, vor allem mit einem Spiegel. Und diese Szene, die Sie beschreiben, wo die ProtagonistInnen sich selbst beschreiben, war so aufgebaut, dass ich einen Spionspiegel vor ihnen gestellt habe. Das ist ein Spiegel, wo sie sich selbst sehen, aber sie sehen nicht, dass ich mit der Kamera hinten gesessen bin. Und vor diesem Spiegel war ein Vorhang. Und die erste Reaktion, die sie gehabt haben, nachdem sie sich selbst gesehen haben, ist das, was man in dem Film sieht. Und das war durchaus überraschend und es war eine sehr schöne Erfahrung eigentlich, weil wer von uns schaut sich in den Spiegel und das Erste, was man denkt, ist, wow, ich sehe schön aus heute oder mir gefällt dies oder das. Und das war genau das, was bei Ihnen allen so war. Und ich war verblüfft, weil diese Selbstwahrnehmung, die Sie alle mir gezeigt haben, zeigt eine unheimliche Stärke, denn die Fremdwahrnehmung, das Fremdbild, mit dem Sie selbst täglich konfrontiert sind, ist nicht positiv. Sie ist durchaus negativ und kann sogar sehr gewalttätig sein. Also es kann eine Aggression sein. Und gegen diese Fremddefinition Sie haben mir gezeigt, dass Sie Werkzeuge gefunden haben, so stark dagegen zu kämpfen, dass Sie immer noch ein sehr starkes, positives Selbstbild haben. Das heißt, ich fand es sehr schön zu sehen, was Sie einerseits gezeigt haben dadurch, also einerseits haben Sie ganz klar beschrieben, wie Sie zu sehen sind und auf der anderen Seite geben Sie etwas, ein Geschenk zu dem Zuschauer, zu den ZuschauerInnen, und zwar, dass man sich selbst auch, dass man auf seine eigenen Stärken zuerst schauen sollte und sie auch schätzen, lernen sollte. Also mir war es sehr wichtig, das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung in dem Film spürbar zu machen, so gut es ging mit den Restriktionen des Films. Denn ich selbst natürlich kenne diese Erfahrung, fremddefiniert zu werden und konfrontiert zu werden mit Reaktionen, mit einer Definition, die mit meiner eigenen überhaupt nicht übereinstimmen. Und es geht also darum, durch ihre Lebensentwürfe schaffen sie Möglichkeiten, sie schaffen Lösungen zu dieser Aggression, gegen diese Aggression. Und das gilt nicht nur für Menschen mit Down-Syndrom-Behinderung. Es geht im Grunde für alle Formen der Andersheit, alle Etiketten, die wir da verwenden wollen, ob bewusst oder unbewusst. Und das fand ich sehr stark und das hat mich im Prozess des Films sehr, ja, sehr beeindruckt. Noch kurze Zwischenfrage, die anderen beiden Filmemacherinnen und Filmemacher. Alle drei sind in ihren Filmen autobiografisch betroffen. Sie sind Großneffe, sie sind Enkel und Tochter, sie haben eine Tochter. Sie, Frau Schau, sagen zum Beispiel, Sie haben sich hinter dem Pseudo-Professionellen oder Professionellen des Filmemachens verstecken können und da gut fragen können. Wie war das bei Ihnen? Also ändert das irgendwas, wenn das der Großonkel ist? Muss man da irgendwelche Mechanismen einziehen? Oder ist das für den Film relativ? Naja, insofern ändert es etwas, weil natürlich ein anderes Vertrauensverhältnis da ist. Also das ist ja bei so biografischen Filmen das Wichtigste, dass ein Vertrauensverhältnis da ist, dass da eine Beziehung entsteht
oder schon vorhanden ist zwischen Filmemacherin, Filmemacher und Protagonist oder Protagonistin. Wenn das nicht da ist, dann wird so ein Film nie wirklich funktionieren, glaube ich, also so ein persönlicher Film. Und natürlich ändert das etwas, wenn auch das Vertrauen von der porträtierten Person da ist, dass das jemand ist, der vielleicht auch jetzt eben die in diesem Fall die Großmutter hochhalten möchte und auch diese Absichten hat. Also das ändert ganz, ganz sicher etwas. Und natürlich auch im Umgang miteinander. Also das ist bei solchen Filmen, also bei den Antworten immer sehr wichtig, dass eben dieses notwendige Vertrauen da ist, wie das bei euch natürlich da ist, dass man das zu den Protagonistinnen hat. Und ob man jetzt verwandt ist oder nicht, das kann natürlich auch durch lange Freundschaft oder durch langes Recherchieren oder wie auch immer entstehen. Frau Fey, bleiben wir noch bei dem Thema. Also Ihre Tochter ist ja quasi auch eine Projektion in die Zukunft in dem Film. Also sie wünscht, sie ist ja auch offen. Also die Erzählung, die sie hier machen, also sie lassen die Betroffenen selbst zu Wort kommen, nicht die Normierungen von außen und projizieren gleichzeitig ihre Tochter in dieses zukünftige Universum hinein. Wie war das mit den anderen Familien? Wie hat das funktioniert mit dem Zugang zu diesen Menschen? Wie war das mit den Eltern, die Kooperation? War das, weil der Herr Ruckenbauer oder der Hans-Walter hat vorher gesagt, es ist ihm zum Beispiel aufgefallen, die Mutter von Raphael, da war auch ökonomisch offensichtlich eine gute Situation vorhanden. War das schwierig, an diese Protagonistinnen und Protagonisten heranzukommen, mit ihnen Vertrauen zu knüpfen? Also schwierig, nein, es war nicht schwierig. Ich habe zuerst recherchiert, ich habe zuerst Andrea gefunden, sie ist eine Protagonistin aus Deutschland. Ursprünglich wollte ich einen Kulturvergleich machen, ich wollte mal schauen, wie gehen Mehrheitsgesellschaften mit Minderheiten um in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und durch Corona hat sich das natürlich alles ein bisschen verschoben. Und zum Glück irgendwie, denn dadurch konnte ich, ich habe mich auf die Dachregion konzentriert und habe in Wien so viele Menschen kennengelernt, die großartig sind, so viele Persönlichkeiten. Und das heißt, zuerst, mein erstes Kriterium war, das Allerwichtigste ist, dass die ProtagonistInnen selbst sprechen, dass ihre Stimme so laut gemacht werden können wie möglich, dass sie über ihre eigene Welt, ihre Welt anschauen, dass sie nicht nur reflektieren, sondern dass sie gern erzählen darüber. Und ob es schwierig war, an sie ranzukommen, also wirklich, es ging um Gespräche und Begegnungen und es ging wirklich mir, ich habe gefragt, ob sie gerne über sich erzählen möchten oder ob sie sich das gut vorstellen können. Und es war ein längerer Prozess, wir haben wirklich es war für mich wichtig, eine Beziehung aufzubauen mit jedem Einzelnen der Familien. Und die wirtschaftliche Situation, ja, es ist eine andere Frage. Also, ja, oft mit Bildung korreliert oder gewissen Einstellungen. Ja, also das war kein Hindernis, natürlich nicht. Das war, es war eigentlich recht leicht, diese ProtagonistInnen zu finden. Ja. Hochzeitspläne ging oder einen Wunsch nach eigenem Kind, da ist eben diese Szene da am Wolfplatz mit Raphael und seiner Mutter. Da stoßen sie doch auf harte rechtliche und gesellschaftliche Grenzen. Also es gibt dieses schlimme Stichwort gesetzliche Elternvertreter, auch gewählt oder nicht und so weiter. Wollen Sie als Filmemacherin mit so einem Werk diese gesetzlichen Einschränkungen aufbrechen oder sehen Sie das mehr als erzählerische Ermutigung an die Betroffenen selbst, oder ist es beides? Also wollen Sie an der Struktur rütteln oder einfach auf der individuellen Ebene Mut zu bringen, oder wollen Sie beides?
Also ich glaube, ich habe zuerst einen emotionalen Zugang ausgesucht, um genau auf diese wichtigen strukturellen Einschränkungen aufmerksam zu machen. Mein Wunsch ist es, mit diesem Film die Absurdität zu zeigen, die Absurdität der strukturellen Einschränkungen. Menschen mit besonderen Herausforderungen, also mit Down-Syndrom, sind tatsächlich mit Herausforderungen durch das Down-Syndrom konfrontiert. Aber es gibt sehr starke strukturelle Einschränkungen, mit denen sie konfrontiert sind. Sie und auch ihre Eltern, die ganze Familien. Und mein Wunsch ist es natürlich, dass dieser Film dazu bewegt, dass man als Gesellschaft sich denkt, ah, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die eigentlich länger brauchen, um bestimmte Fertigkeiten, Grundfertigkeiten zu sich einzueignen, Beispiel Schule, dass sie kürzer als anderen Kindern, die keine Lernschwierigkeit haben, ins Bildungssystem dürfen. Es ist nicht logisch, also meine Tochter ist 11 jetzt heute, sie lernt Radfahren. Sie wird Radfahren lernen. Die meisten Kinder können mit 5, 6 oder ja, Fahrrad lernen. Im Endeffekt ist es völlig egal für mich, wann sie Radfahren lernt, sondern ob sie es tut, und das wird sie. Und es kann sein, dass sie mit 15 erst ein besonderes Interesse entwickelt, zu lesen oder so diese Grundfertigkeit noch wirklich zu vertiefen. Und genau in dieser Zeit muss sie raus aus dem Schulsystem. Also dieser Film sollte einfach zeigen, sie zeigen einfach, dass oft die Kultur nicht zu einem selbst passt, egal was man für eine Besonderheit hat. Und es zeigt, wie einzelne Menschen durch ihre Lebensentwürfe Lösungen finden. Und ich hoffe, es ermutigt und es inspiriert, dass grundsätzliche Veränderungen, strukturelle Veränderungen, Inklusion notwendig und selbstverständlich wird. Und ja, dass das einfach zu einer Selbstverständlichkeit ist. Also durchs Aussprechen, Erzählen, auch Selbstbild, das Wort eben, diese Veränderungen auch anstößt. Genau, also das Ziel ist wirklich, und das wäre der Wunsch, dass diese Veränderungen zu triggern. Ja. Ähnliche Frage auch an Sie, Frau Schau. Sie haben ja den Hintergrund dieses starren kommunistischen Systems, das sich verzahnt teilweise in diese Verschwiegenheitskultur in Ihrer Familie. Gleichzeitig auch dieselbe Frage, arbeiten Sie eher Ihre Identität auf oder haben Sie auch irgendwie den Gedanken, dass Sie vielleicht da was mitverändern können, oder ist das eher so eine familienbiografische, identitäre Aufforderung? Also es hat begonnen als ein sehr privater Wunsch, die Familiengeschichte aufzuzeichnen, aber schon auch in diesem Wissen, dass meine Familiengeschichte durch diese Gegensätzlichkeit ein Stück chinesische Geschichte sehr gut beschreibt. Und aber ich habe dann mit den Jahren, weil wir ja wirklich sehr lange daran gearbeitet haben, also immer mehr ist dieser Wunsch und auch diese Bedeutung klarer geworden, was dieser Film eigentlich auch machen könnte, also weil es auch ein Zeitdokument ist, also weil es, also ja, so wie in Österreich auch, dass also immer mehr Zeitzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus, also sind jetzt auch nicht mehr hier, und in China ist es eben der Fall mit Leuten, die Kulturrevolution und die noch frühere Zeit unter Mao erlebt haben, und dass ich also schon auch die Hoffnung habe, dass durch dieses Aufzeichnen von diesem Stück Geschichte, erzählt anhand meiner Familie, zu einem Zeitpunkt später dann, wenn es in China besser möglich ist, über die Vergangenheit zu reden, dass der Film auch verwendet werden kann, um diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Ganz kurz auch Herr Frimmel, natürlich, es ist diese Brückenfunktion, Emil zur Großmutter, zu dieser Kultur, zu diesem Kaleidoskop
ich habe gerade jetzt die Woche nachgedacht über die Etymologie des Wortes, das heißt schöne Dinge sehen, es ist eine schlimme Zeit, aber eigentlich ist es ein Kaleidoskop. Es sind trotzdem, wir sehen schöne Dinge, wenn wir diese Brücke des Emil Zuckerkandl beschreiten. Aber haben Sie auch eine gedächtnispolitische Agenda oder ist also auch ein bisschen ähnliche politische Agenda oder ist das auch? Naja, natürlich, also ich glaube, es ist irgendwie, man sagt immer, ist dieser Film jetzt aktuell oder zu jedem Film oder zu jedem künstlerischen Werk, das geschaffen wird, wird immer gefragt, ob es einen aktuellen Bezug gibt oder so. Und ich glaube, dass in so einem Fall wie dem Film von, also über Emil, das gibt es einfach immer, diesen Bezug, also das ist immer aktuell. Ich habe deswegen auch eigentlich relativ lang, ist der geruht auch quasi im Kästchen der Film, bis er jetzt endlich fertiggestellt worden ist. Aber natürlich, ich meine, wenn man sich jetzt die politischen Situationen anschaut auf der ganzen Welt, es ist einfach, man hat das Gefühl, das ist einfach alles auch wieder möglich. Und also wenn man allein an Österreich denkt, ein Drittel oder dass ein Kickl jetzt womöglich Kanzler werden könnte, also allein dieser Gedanke, ja, dass es so etwas gibt, dann macht es das natürlich sehr aktuell und das darf natürlich nie vergessen werden. Und wie auch du gesagt hast, die Zeitzeugen, die sterben und das ist schon die persönliche Begegnung, ist immer etwas ganz anderes, auch für junge Leute, als das eben nur aus Schulbüchern zu hören. Und deswegen sind solche Filme, also auch natürlich wie deiner, dann wahnsinnig wichtig, dass die auch gesehen werden von jungen Leuten. Kommen wir noch mal zum Film Lass mich fliegen zurück. Jetzt haben wir gerade gesprochen über diese politischen Strukturen, politischen, wuchtigen Strukturen, die einfach da sind oder in Wellen auch kommen. Und trotzdem eben den individuellen Aspekten, Identität, Wünsche, individuelle Lebensgestaltung. Und Hans Walter jetzt gesprochen auf den Film Lass mich fliegen. Ich habe ein bisschen recherchiert zu diesem sehr diffizilen Thema des Kinderwunsches oder auch da gibt es eine Plattform, die eine Webseite heißt Aktion Mensch und da kommt Carina Kühne, eine Betroffene von Trisomie 21 selbst zu Wort und sie sagt, weil es ist ja auch im Film wird von Raphael etwa der Kinderwunsch formuliert, dass er mit seiner Freundin auch ein Kind unbedingt haben will und auch ich habe gedacht, ich lasse einfach jemand, eine Betroffene reden. Sie sagt, die Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Chancen für ein Paar mit Down-Syndrom ein Kind zu bekommen recht niedrig sind und die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom dann aber zu bekommen, auch. Ich persönlich frage mich schon, ob ich es verantworten könnte, schwanger zu werden. Schließlich haben alle Zellen ein zusätzliches Chromosom und die Möglichkeit, dieses zu vererben, ist doch recht groß. Doch Carina, sagt die Website weiter, ist sich sicher, dass Kinder mit Down-Syndrom mit einer guten Förderung viel erreichen können, unabhängig davon, wie sie die Frage jetzt entscheidet. Du bist angewandter Ethiker. Was sollte nun unsere Gesellschaft den zwei Bärchen, es gibt ja ein anderes Bärchen auch noch in Lass mich fliegen, die sich Hochzeitsfotos ansehen und dann über den besten Zeitpunkt sinnieren, wann sie ihren Eltern sagen wollen, dass heiraten und ein Kind. Was soll denn die Gesellschaft angesichts dieser harten, normativen Realitäten, die leider existieren, denen entgegnen? Ja, man sieht, glaube ich, daran ganz gut die Ebenen, auf denen die Auseinandersetzung basiert. Das ist zunächst mal die individualethische, das sind die Wünsche und die Konzepte und Lebensvorstellungen der Betroffenen, dieser zwei Paare, die auch zu Wort kommen, die ein Bild haben davon, was für sie gutes Leben bedeutet. Und da ist Beziehung dabei, nämlich Beziehung als Pärchen, als Ehepaar. Und die ist offen auch für Nachkommen. Dann gibt es natürlich noch die Ebene dessen, was sozusagen über gesellschaftliche Normierungen dann in Rechtsvorstellungen eingeht, wo das Recht halt an die Herausforderung einer
gesetzlichen Legitimation dieses Zusammenseins in Form einer Ehe auch nochmal die Anforderung auch stellt, Sorge für den anderen übernehmen zu können. Und das matcht sich hier jetzt nicht so ganz, ist zumindest einmal der Eindruck, den man gewinnen kann. Aber ich denke, da muss man im Einzelfall auch drauf hinschauen, wie weit sich das matchen kann und wie weit das mit einer Begleitung auch, mit einer stützenden Struktur auch möglich ist, diese Form von Beziehung bis hin auch zum Kinderwunsch, da wäre noch die medizinische Ebene, wie weit das jetzt überhaupt realistisch ist und so fort. Dass solche Lebensentwürfe, solche Lebenskonzepte auch durchaus lebbar sein müssten. Und ich denke, ein wichtiger Schritt, das ist, glaube ich, bei deiner Einführung oder schon mal davor auch ein bisschen angeklungen, den man in Österreich gemacht hat von dem Sachwalterrecht auf die Erwachsenenvertretung umzusteigen. Und gerade diese Reform ist ja von dem Gedanken getragen worden und sehr getragen worden auch von Gruppen, die für gleiche Chancen und gleiche Zugänge zu einem guten Leben für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, für Menschen mit Einschränkungen, für Menschen, die zum Beispiel eben auch Trisomie 21 haben, gefördert wurde und diese Richtung sozusagen gebahnt wurde. Und da ist zumindest eines quer durch diese Modelle, die da entworfen werden, unterschiedlicher Vertretungsformen, eines ist immer ganz klar, die jede Person, die eine Vertretung hat, ob das jetzt die Gewählte ist, ob das die Eltern in dem Fall zumeist sind, hat sich am Willen der Betroffenen zu orientieren. Also die bekommen einen viel, viel stärkeren, auch eine viel, viel stärkere Unterstützung durch das, was gesellschaftlich und damit eben gezeigt ins Rechtliche gegossen vorhanden ist, dass es hier auch um Selbstbestimmte und um Förderung der Selbstbestimmung, die unterschiedlich sein wird. Wir wissen es von Trisomie 21 auch, dass es unterschiedlichste Ausprägungen gibt, hinsichtlich der Stärke, hinsichtlich der Bereiche, wo gute Begleitung, Unterstützung erforderlich ist. Da gibt es ein ganz großes Spektrum. Und deswegen finde ich, gerade ist es auch sehr wichtig, dass Narrationen, wie Sie es in dem Film auch erzählen, Geschichten, die hier erzählt werden von Menschen, die sehr selbstbewusst auftreten, das ist das Schöne, finde ich auch daran, dass diese Momente eingefangen werden. Und dass wir einfach solche Geschichten auch als Angebot jetzt gestellt bekommen an die Gesellschaft, weil es eben auch nicht mehr so viele Menschen mit Trisomie 21 gibt, durch, wenn man jetzt in den ganzen Bereich auch der Reproduktionsmedizin schaut und der vorgeburtlichen Diagnostik schaut, ja, da ist sehr viel auch Angst besetzt dort und es gibt sehr wenig tragende Strukturen, dass sich Frauen und ihre Partner in diesen Situationen auch wirklich eine gute Entscheidung finden können. Und da ist es ganz wichtig, finde ich, auch das Angebot, wie leben und zumindest in den Momenten, wo sie die Protagonistinnen des Films jetzt aufgenommen haben, sieht man ja, wie gut es ihnen eigentlich geht. Ich meine, sie haben viel, was sie kritisieren, zu Recht kritisieren, und man sieht, dass sie gegen Strukturen laufen, aber man sieht auch eine große Freude und eine unbändige Lebenslust auch darin. Und das finde ich sehr schön, diese Bilder auch einmal zu bekommen. Ja, ich habe trotzdem aber diese, du meinst jetzt sozusagen, was soll die Gesellschaft ermöglichen? Die Mutter macht ja dann den Bad Guy ein bisschen, also von Raphael. Sie ist dann quasi die Stimme dessen, was noch nicht da ist. Also es ist zwar klar, es gibt rechtlich, aber wir haben jetzt so Erzählungen angefacht und die wichtig sind. Und
Aber ich habe mal einen Vortrag gehört, es gibt so viel, es gibt von intergenerationellen Wohnen bis wie man Demenz jetzt ganz anders, du kennst es eh auch von deinen, streift ja oft deine Forschung in eine angewandte. Ich habe da irgendwie, da fehlt noch was von der politischen und gesellschaftlichen Seite, das habe ich so empfunden. Also das, weil dann irgendwann gibt es trotzdem diese Realitäten und dann bricht die Welle und die Mutter muss dann den Bad Guy spielen, den Bad Cop. Und da das ist einfach, ich bin ratlos, aber ich würde es nur benennen. Also jetzt verlasse ich ein bisschen den Moderator. Aber ja. Also ich denke, da gibt es auch eine gesellschaftliche Verantwortung, ja, die vielleicht nicht ausreichend wahrgenommen wird. Eine genau. politisch-gesellschaftliche Verantwortung, dass man auch Strukturen ermöglicht, die genau. diese Begleitung, diese Betreuung auch dort, das war dieses Stichwort sozioökonomische ja. Brille auf den Film, Raphael und seine Freundin, die scheinen, zumindest hätte ich so wahrgenommen, in einer recht gut abgesicherten sozialen Position zu sein, was sicher auch nicht alle und vielleicht auch nicht viele Menschen in vergleichbaren Situationen sind. Und da denke ich, wäre schon ein struktureller und gesellschaftlicher Auftrag, auch hier entsprechende Lebensmöglichkeiten, Lebensoptionen zu sichern. Also Pilotprojekte, Narrative einfach, wo man versucht, dem entgegenzugehen, ja, auch als Gesellschaft und Gesetzgeber oder Gesundheitsanbieter, was auch immer. Ja. Ist mir quer jetzt eingefallen zu Emil Zuckerkandl. Ökonomische Frage. Er hat ja selber gesagt, er hat ein interessantes Leben, aber eigentlich waren sie außen reich, innen arm. Ja. Also das ist sehr interessant, wo doch dann jetzt in der Lebensernte am Ende die ÖNB kauft um 92.000 seine Kladden, seine Fotos, Bücher, der Reichtum noch einmal zurückkommt, gewisse Wunden bleiben, also diese Möbel, die geraubt oder arisiert wurden, das ist eine ganz berührende und auch schlimme Szene eigentlich, sieht er dann in einem Wiener Kunstkalender quasi. Ja. Also, aber da ist zum Beispiel dann das Ökonomische am Ende dann, ihm geht es glaube ich in Pasadena jetzt nicht so schlecht, da ist so also der Reward ist dann quasi diese kulturelle Wahrnehmung, ne? Also dass er Bertha gerettet hat über diese Dokumentenbrücke, dass er, also er hat das mit Reichtum, ihn hat das jetzt nicht traumatisiert, würde ich sagen, also das war eigentlich nur so eine Nebenerscheinung, oder wie würden Sie das sagen? Nein, das war schon, also das hat sich seit seiner Kindheit, also das liest man auch in den frühen Tagebüchern von ihm, dass diese finanzielle Not permanent vorhanden war, auch wenn sie eben in Burkersdorf gewohnt haben, in einer Villa. Aber Geld haben sie nie gehabt. Also der Vater war ein Philosoph, der hat nicht mit Geld umgehen können. Und das hat sich durchgezogen. Bertha hat auch, sie haben dann durch die Inflation haben sie alles verloren. Und da gibt es auch ganz berührende, es ist jetzt auch ein Buch erschienen, also ein Briefwechsel zwischen Kuhnwald und Bertha Zuckerkandl, wo es hauptsächlich eigentlich auch um diese finanzielle permanente Not geht. Und dann ist ihnen natürlich auch noch alles geraubt worden. Da waren sie dann wirklich Flüchtlinge, die vor dem Nichts gestanden sind. Und das zieht sich natürlich durch das Leben so eines Menschen bis ins hohe Alter hindurch, vor allem wenn man noch dazu so ein Sammler ist wie der Emil. Also einem Sammler, dem noch dazu vieles eben geraubt worden ist und der dann auch noch im hohen Alter, der hat dann auch vieles verkaufen müssen. Also dass diese 92, das was er da bekommen hat für seine Sammlung, das ist gleich in Amerika ist das Leben sehr teuer. Also das ist dort nicht sehr viel Geld, das war gleich weg. Also das hat sich bis ins Alter durchgezogen, diese Armut. Aus dem Publikum, gibt es irgendetwas, das Ihnen am Herzen liegt, das Sie einwerfen möchten, dass Sie, Nathalie Resch? Ich hätte eine Frage an alle Regisseurinnen und Regisseure. Und zwar geht es um diesen Moment, wenn man biografisch, autobiografisch arbeitet und man erkennt eine Szene, einen Satz als wichtig an, als relevant für die Erzählung, das Narrativ. Und dann geht es aber noch um die Personen, die abgebildet werden, wie, was sie damit sagen oder ob es ihnen zu nah ist. Wie geht man mit solchen Momenten um, wo sich die Protagonistinnen
vielleicht nicht sehen wollen oder so nicht sehen wollen, aber für das Narrativ, das wichtig wäre? Ja, also das sind natürlich Entscheidungen, die muss man vorher mit sich ausmachen. Wie weit will man gehen? Also was will man erzählen? Und für mich ist schon immer wichtig, dass man eben dieses Vertrauen, das man hat zu den Personen, dass man das nicht dann eben ausnützt. Und wenn irgendetwas, ein Satz fällt, der für das Narrativ vielleicht wichtig wäre, aber ich weiß, das würde jetzt der Person irgendwie schaden oder was auch immer, dann würde ich darauf verzichten. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Es ist genauso. Und es sind auch im Laufe des Schnittsprozesses sehr viel von solchen Situationen, wo man sich von bestimmter Szene trennen muss, weil es eben ProtagonistInnen nicht gut tut. Und ich finde auch, es ist eine Entscheidung, die man mit sich selbst von vornherein treffen muss. Die beiden haben eben. Und zwar ebenfalls eine Frage an die beiden Regisseurinnen und den Herrn Frimmel. Inwiefern empfinden Sie das als hilfreich, einen autobiografischen Bezug zu haben, und inwiefern ist es hinderlich, um da einen klaren Blick auch irgendwie drauf zu haben auf das Thema? Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe mal, also wie ich an dem Film gearbeitet habe, also vor Jahren, eine andere Filmemacherin auf einer Party kennengelernt, und sie hat so gesagt, ja, der erste Film ist meistens autobiografisch oder hat zumindest irgendwelche autobiografischen Zusammenhänge, weil das einen irgendwie treibt und also vorantreibt und also nicht aufgibt. Und ich glaube, es hat beides, also Vor- und Nachteile. Also es ist einerseits... Also beziehungsweise man arbeitet ja nie ganz allein an einem Film. Es ist ja, also auch wenn es autobiografisch ist, es ist ein ganzes Team dahinter, und man hat immer durch die unterschiedlichsten, also Departments, dann andere, also Augen sozusagen, andere Herangehensweisen auch noch. Also es ist Selbstbild, Fremdbild immer, also beim Filmemachen ein Thema. Ja, also ich finde auch, ich würde auch das betonen, das hat wirklich ganz starke Vorteile und ganz klare Nachteile. Und bei den Vorteilen ist es klar, man fängt an, man geht in die Tiefe, und das Schöne ist, wenn man im Team arbeitet, dann hat man durch die Augen, die Meinung der anderen, Erkenntnisse, dass man genau solche Fälle, dass man eigentlich benachteiligt ist, weil man zu sehr autobiografisch oder zu persönliche oder zu sehr drinnen in dem Thema ist, hat man zum Glück beratende Gespräche, die dann auch so zu wichtigen Entscheidungen treffen. Also ich habe auch das in dem Film, was mir ganz wichtig, ich wollte ursprünglich sehr viel mehr auf strukturelle Hindernisse darauf hinweisen. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit Bezugspersonen, Lehrerinnen, anderen Elternteile, ein Arbeitgeber, und ich wollte mich von diesen Szenen nicht trennen, weil sie haben genau diese herausfordernden Aspekte sehr schön dargestellt, und diese Information bekam ich nicht leider von den ProtagonistInnen, also leider, es war einfach so. Und aber ganz schnell habe ich bemerkt, dass diese Situation, der Mensch, also zwei Personen, der Protagonist sitzt oder steht neben einer Bezugsperson, und es wird über diese Person geredet, es wird über den Protagonist geredet, und genau das ist eine Falle, es ist einfach der Standard, es wird immer so gemacht, es ist das Problem, und es war auch das, was ich ganz stark dagegen lenken wollte und ihnen auch diese Stimme ganz geben wollte. Deshalb habe ich diese Szenen, ich musste auf diese Szenen verzichten, dank dieser ersten Beratung von dem Team, weil ich zuerst das nicht gesehen habe. Ich habe mich so sehr auf den Inhalt, und dann erst, wie wir geredet haben, und die Situation war so klar, dann
plötzlich wirkten die ProtagonistInnen wie, fast wie Kinder oder sie sind verschwunden neben diesen anderen Bezugspersonen. Und das war genau das Gegenteil, was ich dann mit dem Film machen wollte. Also so gesehen, es gibt sehr starke, es ist sehr wichtig, diese persönlichen biografischen Zugänge zu haben und gleichzeitig, man muss immer darauf achten, dass man in einem Team ist, wo es anderen Augen gibt, die einen auch eine unterstützen können. Ja, ich kann eigentlich, ich habe in diesem Sinne noch nie jetzt einen autobiografischen Film gemacht. Also ich bringe immer natürlich meine Biografie oder meine Persönlichkeit ein, aber dazu wäre mein Leben, würde ich viel zu unspannend finden oder das interessiert mich einfach zu wenig. Ich habe immer das Interesse an anderen Menschen und beim Emil war es einfach ein, das hätte ich auch über den Emil, wenn er nicht mit mir verwandt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Film genauso gemacht. Also insofern bin ich da jetzt nicht sehr kompetent darüber zu antworten. Mir ist noch aufgefallen jetzt beim Statement von Evelyn Fay, Sie haben dann eben gesagt, dann wirken sie wie Kinder. Also wenn man so zu sehr skriptet oder über sie und das alles so verkopft und so. Das war ja auch ein Schlüsselzitat in Ihrem Film von der Magdalena, glaube ich. Die denken immer, wir sind quasi Kinder. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Nicht aus dem Off, sondern aus dem Publikum. Ja. Hans Walter, die wollte ich als letztes noch fragen. Du hast ja alle Filme sehen können, die heute irgendwie da thematisiert wurden. Ist dir noch irgendetwas Besonderes aufgefallen oder hat dich etwas verblüfft oder irgendeine Analogie oder irgendein Detail, das du noch einspielen möchtest? Also ich finde das Schöne an den beiden Filmen, so unterschiedlich sie sind und so empfehlenswert beide sind, ist der Umgang mit Erzählen. Ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen aus den beiden Filmen, wie Erzählen unsere Identität bildet. Und das sieht man bei den jungen Menschen in ihrem Film genauso wie bei Emil, dem Hochbetagten, in ganz unterschiedlichen Rahmungen, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auch, aber im Letzten, das, was wir sind, was uns ausmacht, ist Erzähltes, sind Erzählungen. Ja, die würde das unterstreichen. Jetzt verlasse ich noch einmal ein bisschen den Moderator. Also es ist ein sehr humanistischer Frame hier, ein würdevoller Frame. Also die porträtierten Menschen finde ich auch, sie antworten mit Würde, beeindruckender Lebensbejahung, auch ein bisschen Eigensinn, das hat mir so gefallen. Also man idealisiert dann auch oft, man darf denen auch gewisse Sturheit und Granteln oder auch Beharrenswillen und Reiben an den Strukturen, das ist ja auch sympathisch. Auf die schwierige Lebenskonstellation, in die sie geworfen sind. Also, und da ist genau dieser Punkt, also ich habe es am Anfang erwähnt, das Buch des Lebens, ihres Lebens, durch die Erzählung schreiben sie selber eben daran mit, behaupten sich vielleicht auch selber in verschiedenen Kontexten, ob das jetzt so etwas scheinbar Banales wie als Bärchen Zähne putzen in einem eigenen Setting, ohne dass jemand dazwischen kommt, oder ob das Super-8-Filme in der westamerikanischen Wüste sind, wo man eben auch ein bisschen so Dynamik und Schnittigkeit sich dann gönnt. Ja. Es ist auch so eine Art Selbstbehauptung. Ja, ich schließe nochmal mit zwei Zitaten, also lassen wir noch einmal die Stimmen sprechen. Evelyn Fay sagt gegen Ende an Emma Lou, ihre Tochter, du bist keine Diagnose, du bist einzigartig und du wirst uns deinen Weg zu deinem Glück zeigen. Emil Zuckerkandl auf die Frage Rainer Frimmels, ob er sich denn freue, ökonomische Umstände hin oder her, dass die Nationalbank seinen Nachlass kauft. Nationalbibliothek. Nationalbibliothek. Jetzt haben wir zu viel ökonomisiert. Ja. Die Banken krachen. Wir sind trotzdem Kulturmenschen. Ja. Die Österreichische Nationalbibliothek kauft und archivalisch erschließt. Und da sind wir genau bei dem jetzt. Ja, sagt er, ich freue mich sehr, dass ich meinen Enthusiasmus zum Sammeln
sich als etwas sehr Richtiges und Gutes erwiesen hat und dass einiges dadurch heute noch existiert, das von einem gewissen Interesse ist. Mir bleibt nur mehr Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse an dieser Diskussion zu danken und unserem wunderbaren Podium für die humanistische Feinfühligkeit. Danke. Danke.